Ja, ihr macht eine Sendung. Ja, es gibt ja 1000 Kochsendungen im Fernsehen. Ich weiß über die Sendung so gar nichts. Was ist das für eine Sendung und wo wird das später zu sehen? Also es ist keine Kochsendung. Wir sind jetzt das vierte Jahr auf Mallorca für Kabel 1, für die Sendung Abenteuer leben täglich. Und wir testen hier Restaurants und Imbisse, die von deutschen Geschäftsleuten, von deutschen Restaurantbesitzern geführt werden. Und wir wollen einfach wissen, wie gut sind die. Ihr seid jetzt inzwischen mit den Dreharbeiten so gut wie zu Ende hier. Ja. Habt euch den Laden mal ein bisschen genauer Genau. angeschaut und seid jetzt so im Abschlussgespräch. Was unterscheidet die Gastronomie von Deutschland zu der einer Urlaubsinsel wie Mallorca? Gibt es da Unterschiede? Ja, ihr habt den einzigen Unterschied, der sehr gravierend ist, dass es hier deutscher ist als bei uns. Weil bei uns gibt es an jeder Ecke einen Italiener, einen Inder, einen Chinesen, einen hast du nicht gesehen. Und es kann ja nicht sein, dass ich nach Mallorca fahren muss, um deutsches Essen, also in dieser Qualität zu bekommen oder so. Ob es ein Tortenhaus ist, wo sie die Torten noch selber machen, wo es bei uns nur noch hier aus der Truhe und was weiß ich nicht alles gibt. Und deswegen sind wir hier auch auf der Insel unterwegs und suchen uns solche Spezialitätenläden, wo noch ganz, ganz viel selber gemacht wird und wo auf Qualität vor allen Dingen geachtet wird oder so. Die suchen wir uns heraus. Und deswegen sind wir halt hier im Kartoffelhaus gelandet. Bei uns gesagt wurde, hier gibt es noch Kartoffelqualität, die bei uns schon längst vergessen wurde. Weil früher gab es bei uns überall Kartoffelhäuser, heute gibt es kaum noch welche, warum auch immer, die durch Reis, Nudeln und hast du nicht gesehen, ersetzt wurden. Und jetzt kriegt nämlich noch einen geilen Kartoffelpuffer und der wird gleich irrsinnig. Na, als Tester beachten muss man Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind es Auswanderer oder nicht? Also das ist nicht das Hauptsächliche, aber wir haben ja hauptsächlich mit Deutschen zu tun. Und ja, wie es ankommt und Preis-Leistungs-Verhältnis aber hauptsächlich gegenüber dem Hotel, weil wir ja auch gegenüber dem Hotel, sag mal, die All-Inclusive anbieten, natürlich da Unterschiede machen wollen. Wir wollen wissen, was erwartet den deutschen Urlauber hier, was erwartet auch einen anderen Urlauber hier, wenn er in so ein deutsch geführtes Restaurant geht. Gibt es da wirklich nur Schnitzel? Gibt es da auch nur oder nur Kartoffeln? Oder gibt es Gott sei Dank endlich mal wieder Kartoffeln, weil die Kartoffel, die wird ja fast vergessen. Wir wollen einfach wissen, was machen die Leute. Und da fahren wir quer über die Insel und wir machen das mit unserem Team Achim und Henry. Das sind unsere beiden Tester, die sind also jetzt schon bewährt, die wissen, was gut ist. Achim ist auch ein Koch. Der weiß also, wie gekocht wird und was schmeckt. Und Henry ist ein Genießer. Und das läuft sehr gut. Die Imbisse, die Restaurants, die freuen sich, dass wir kommen. Die empfehlen uns auch weiter. Und die Urlauber in Deutschland wissen immer, bevor die Sommerpause beginnt, da können wir hinfahren, wenn wir nach Mallorca fliegen. Katharina, ist das jetzt eine Verlegenheit? Also wenn ich auf einer Ferieninsel wie Sylt oder Wangerooge bin, da machen die großen Gastrounternehmen sogar Messen und bieten Convenience-Ware an, damit man schnell möglichst viel verkaufen kann. Ist das so, dass es das auf Mallorca nicht gibt oder warum entscheidest du dich, das wirklich frisch zu kochen? Das ist für mich einfach eine Grundsatzentscheidung. Ich finde es einfach wichtig, dass es vernünftig frisches Essen auf den Tisch kommt. Weil Convenience kann ich mir zu Hause selber machen. Da gehe ich in den Marktkauf, gucke durch die Tiefkühltruhe und packe zu Hause eine Mikrowelle. Dann habe ich Convenience zu Hause. Dafür muss ich nicht ins Lokal gehen. Und mir persönlich schmeckt es auch einfach nicht. Ich mag es nicht. Ich finde, diese Fertigprodukte schmeckt man immer raus. Dann geht es ja hier auf der Insel immer schnell. Nach der Saison muss man so ein Geschäft zumachen, weil schlichtweg keiner auf der Insel ist. Denn ist nach der Saison oft die Frage, ist man wieder da? Hier bei dir war es ja jetzt so, du suchst einen Nachfolger für das Lokal, genau. Aber bist wieder da. Und die Leute glauben aber oft, weil du jemand anders suchst, dass du nicht mehr vor Ort bist oder dass die Qualität nicht mehr da ist. Ja, das kann ich leider überhaupt gar nicht verstehen. Das ist richtig. Mein Mann und ich möchten den Laden gerne abgeben. Wir suchen einen Nachfolger, weil wir in Deutschland noch eine Firma haben und die hat sich in den letzten 2 Jahren einfach so entwickelt, so groß geworden, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Und deswegen mussten wir uns einfach entscheiden, auf 2 Hochzeiten tanzen funktioniert eben nicht auf Dauer. Und deswegen sind wir eben auf der Suche nach einem Nachfolger. Aber wir haben immer gesagt, solange wir keinen Nachfolger gefunden haben, bleibt das Kartoffelhaus auf. Oder wir öffnen es eben auch nach der Winterpause wieder. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil jetzt, selbst wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte, würde ich ja auch nicht zu Fuß gehen, weil ich noch kein neues gefunden habe. Dann fahre ich das andere so lange weiter und das ist finde ich mit so einem Lokal nichts anderes. Also wenn ich das nicht, ich muss es nicht verkaufen, wir möchten es gerne verkaufen, aber wir haben keine Not dahinter. Und deswegen war das völlig außer Frage, dass wir es, wenn wir keinen Käufer finden, nicht wieder aufmachen. Gibt es dafür einen Tipp, den du noch hast an die beiden, das Lokal in gute Hände abzugeben? Ja, auf jeden Fall darauf achten, dass es kein Schlosser ist oder ein Gärtner oder ein Radfahrer. Ein Radfahrer kann ja auch ein Koch sein, aber dass auf jeden Fall ein Koch hier reinkommt. Und dann würde ich an Ihrer Stelle, also nur um diese Qualität, den Standard, der hier drin ist, aufrechtzuerhalten,
würde ich den einfach mal einen Tag lang hier was machen lassen. Und würde sagen, du, pass auf, wenn du hier was verkaufen willst, musst du auch wissen, was du verkaufst. Sag mir, was willst du hier verkaufen, in welcher Qualität, wie willst du das machen? Und dann ist es hoffentlich so, dass man, wenn wir hier weg sind und das Haus verkauft wurde, nicht nächstes Jahr ein anderer hier drin ist und das dann plötzlich heißt, naja, was habt ihr denn da gemacht? Da gibt es ja so eine Grätsche. Auf der einen Seite hat man ja im Urlaub immer den Pauschaltourismus, wo all inclusive ist, wo ja ein Mittagessen auch mal mit 4,50 Euro kalkuliert wird. Und dem gegenüber steht jetzt ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln für 20 Euro. Reagieren die Zuschauer da drauf und sagen, ja, wir weichen aus oder wir bleiben doch bei unserem bewährten Pauschalurlaub? Ich kann das so nicht beurteilen. Ich weiß, dass es für die Restaurants schwer ist in der Hochsaison, weil viele Hotels all-inklusive anbieten. Und so gut geht ihr Geschäft dann nicht. Aber es kommt sicher immer auf den Einzelnen an. Und ich habe auch schon von vielen Imbissen und Restaurants gehört, viele Urlauber sagen, es ist toll all-inklusive, aber einmal in der Woche möchte ich so ein deutsches Schnitzel essen gehen oder möchte ich einen Leberkäse essen. Und dann suchen die sich gezielt diese Restaurants aus, die sie schon entdeckt haben. Möchte ich doch noch mal nachfragen. Auf der Insel ist es ja so, dass ganz viele Köche auch auf die Insel kommen, weil sie sagen, oh, ist eine schöne Insel, ich habe hier Strand. Wenn ich Feierabend habe, gehe ich an die Playa. Ja, ja. Die richtigen Köche oder wenn man da mal nachfragt, also die sehen den Strand das ganze Jahr nicht. Und die Köche, die diesen Wunsch haben, haben dann auch oft ein Problem mit oder ohne Alkohol. Die sind nicht zuverlässig. Ist das Problem in Deutschland das gleiche, dass die... Nee, in Deutschland gibt es Probleme. Entschuldigung. Ja. In Deutschland gibt es diese Probleme nicht, weil es gibt keine Köche. Weil die sind mittlerweile alle hier auf der Insel. Und jetzt kannst du dir die Frage selber beantworten. Liegt es am Wasser? Liegt es an der Dame? Liegt es an mir? Überhaupt nicht. Hier gibt es wenigstens noch Köche. In Deutschland machen viele Gastronomien zu, weil es keine Köche mehr gibt. Oder die machen nur noch Teil auf, dann machen sie nur noch mittags auf, abends haben sie keine Leute. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, deswegen ist es ja hier komischerweise so, hier kriegt noch genau das, was ich früher bei uns gekriegt habe. Wenn ich jetzt in Berlin Matschis essen will mit so einer Bratkartoffel, du, da suche ich mal einen Wolf. Und damit das hier klappt, müssen die Bratkartoffeln oder die Kartoffeln aus Deutschland importiert werden, weil es mit den Spanischen nicht geht. Das scheint wohl so zu sein, wenn sie da auf dem spanischen Feld gewesen ist und gesagt hat, die Kartoffel ist vorne hart, hinten weich. Na, was willst du machen? Du kannst ja nicht durchschneiden und sagen, du wirst pürieren, du wirst eine Bratkartoffel. Du, da musst du die erstmal dreimal drehen wie ein rotes Ei oder so was, verstehst du, damit du erstmal die Einordnung von der Kartoffel hast oder so. Geht sie den besseren Weg und sagt, gut, pass auf, wir machen es einfach so, wir holen jetzt die Qualität, mit der wir angefangen haben, mit der wir weitergemacht haben, die ich an den nächsten übergeben werde, damit die Qualität halt bleibt. So. Bleibt nur noch eine Frage, wann wird das zu sehen sein? Abenteuerleben läuft ja. Abenteuerleben täglich heißt es, läuft jeden Tag, Montag bis Freitag, ab 17 Uhr bis 18 Uhr, immer eine Stunde mit unterschiedlichen Beiträgen. Und unsere Sendung kommt auf alle Fälle kurz vor der Sommerpause. Den genauen Sendetermin weiß ich noch nicht, aber der wird bekannt gegeben. Wir werden dann berichten. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne.